Und zwar volle fette Gonne, ey, ich schwör, Mann. So. Dieser Maluke besitzt knapp 3200 Leben und kriegt von uns gleich Fett auf die Fresse. Schwächen sind Donner. Oh yeah. Ich hätte vielleicht davor meine Abilities checken können, ich Vollidiot, aber was soll's. Quina, Attack. Zidane, Attack. Schwarze Magie. Blitz, Attack. Freier Sprung, Attack. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Mal Potions einsetzen. Dafür werden wir Quina benutzen, denke ich mal. Sofern die anderen nicht so viel Damage machen. Wir werden jetzt einmal Quina lassen. Weil... weiß ich nicht, ich glaube, das könnte schon besser sein. Nasshauch erteilt wasserelementaren Schaden. Nee, das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, wir müssen mal mit allen angreifen, das ist schon wichtig. Attack! Wasser? Ich weiß es nicht, das ist schon, das könnte... Vivi könnte schon richtig, also... Naja, Vivi hat jetzt nicht so abbekommen, aber... so ein Zidane oder so, den muss man schon heilen. Und vor allem Quina macht ja fett Damage. Und Vivi im Vergleich halt einfach gar nichts zur Zeit. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt Quina angreifen lassen können. Ja, und Zidane müssen wir halt heilen nebenbei. Aber wir können auch klauen. Deswegen werde ich das noch tun, bevor wir den Kampf beenden. So. Bam! Freier, du kriegst voll auf die Fresse auch. Ey, ich schwör, Mann, ey. So, machen wir das mal so. Zack. So. Die Musik ist übrigens episch. So, Zidane, kannst du mal bitte klauen? Also, Vivi kann... sollte aber nicht sammeln. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Schauen wir uns mal die Werte an der Leute. Ah ja, Queen. Ah ja. Hast du dich selber geheilt? Ah ja. Solange wir halt einfach diese Fähigkeiten haben, machen wir einfach die Angriffe. Pams! Diebstahl fehlgeschlagen. Nicht so gut. Oh. Oh. Ja. War es das schon? Ja. Ja. Das war es anscheinend schon. Tja, kann ich jetzt nichts ändern dran. Blöd gelaufen, muss man halt sagen. Ich dachte, wir könnten ein bisschen mehr Spaß haben. Aber anscheinend nicht so. Von daher, ja. Wayne Rooney. Alles klärchen. Dann hätten wir quasi auch Gizama Luke jetzt getrollt. Und wären jetzt auch fertig. Wenn schon Gizama Luke von Sinnen ist, dann verheißt dies nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Ja. Das fällt euch jetzt recht früh ein, muss man so sagen. Ist ja nicht so schon seit Stunden bekannt, dass dieser Ort, naja, belagert wird. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. So, große Zitadelle Südentor. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Was bist du denn für einer? Was willst du von... was willst du an einem Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkünfte und Verpflegung werden gesorgt, hörte ich, und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Alles klar? Ah, aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Gehört auch zu den Vorschriften. Das reicht schon, nichts für ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden.
wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Mann, was ist das denn für ein Mörderknotenfummel? Und angeblich soll dieses junge Mädchen die Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sehen. Endlich habe ich den Knoten aufbekommen. Aber es ist doch die Tochter von Königin Brane, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Hm? Ist denn das? Bei meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, du wahnsinniger Sprich? Gestank? Bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Limblums, die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußerstem da... Schönen Dank. So, ist der Steiner jetzt auf dem Weg mit der Lilly im Gepäck natürlich, was denn auch sonst, in Richtung Südentor. Und das ist der Moment, an dem ich jetzt endlich sind wir im Inneren des Tores. Genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So, und jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner herumlungert. Der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal, aber das junge Fräulein und der Mann sind ein wenig im Weg. Ja. Kommt Steiner da hoch? Mit dem Gepäck kommt selbst ein Steiner da nicht hoch. Ja, vielleicht sollten wir irgendwas machen davor. Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel, um von Monstern gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen, hui, innen, pfui. Moser, Moser. Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten, Kerl. Zersäbeln. Ruhig, Steiner, ruhig geblieben. Hätte ich mich doch fast vergessen. Ja, probieren wir es einfach nochmal. Irgendwie muss ich die zwei loswerden, sonst kann ich den Durchgang nicht benutzen. Aha. Jetzt muss ich mein Geschäft doch aufgeben. Ein Stück weiter da drüben gibt es das Geschäft Altair. Aber sie verkaufen leider keine magischen Gegenstände mehr. Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster und überhaupt, warum wurde das Südentor zerstört? Boah. 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 Ja, wie soll ich denn den Inhalt dieser Kiste erreichen? Jetzt geh mal weg, fetter Wichser. Ah ja. Okay. Ja, ich würde es gern. Kannst du es nicht einfach ablegen, Kumpel? Ich will eigentlich gar keine... Ich hab was für dich, Kumpel. Du hast nämlich einen Mithril-Fäustling. Beziehungsweise du kannst erstmal ein Escutcheon anziehen, dann könntest du die Zauber-Kyssara anziehen und dann... Die Wüstenstiefel. So, jetzt bin ich gespannt. So... Was mache ich bloß, jetzt wo sein Geschäft bankrott ist? Aufmuntern. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauen, die schon geschehen sind und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Aber was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Hm?
Stimmt. Ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Ja, ja. Vielen Dank. Kein Problem, kein Problem. Schwör, ey. Jetzt nur noch dieser Mann. 12 Hämmer, 23 Meißen und dann noch... Antworten. Ehrlich ausstehender Junge. Ah, ihr sucht wohl Arbeit. So, so ist es. Na dann, herzlich willkommen. Ich brauche... Ich bin auch erst vor 5 Minuten hierher... 5 Monaten hierher gekommen. Hier am Bodentor... Bordentor... bin ich der aufsichtshabende Mechaniker. Aber außer mir... gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Mein Vertrag geht auch nur noch ein halbes Jahr. Nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototypen eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinentes ist ja noch weitgehend unerforscht. Und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Hoch, aber verzeiht. Jetzt habe ich euch mit einem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Nun, es gibt etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der glaubt wohl, er könne mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin? Bitte entschuldigt mich. Jetzt ist die Luft rein. Ja, ja. Ey, du, stehen geblieben. Komm mal hier rüber. Gehört zu den Vorschriften. Was will er jetzt von mir? Was will er jetzt von mir? Halt! Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Puh. Hör zu. Um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen und wenn ich verschwinde, kannst du ihn dir holen. Es ist nicht deine Schuld, verstanden? Nicht meine? Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Okay. Okay, danke. Passierschein erhalten. So, Prinzessin, komm raus. Ja, jetzt steiner mal nicht so rum da. Versteiner doch nicht am Ort und Stelle. Räusper, räusper, absolut lächerlich. Du meinst also, damn, tut alles gut und die Welt dreht sich im Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl. Gut, dann gebt bitte acht, dass keiner kommt. Jawohl. Raschel, 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 raschel. Raschel, 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 rasch. Puh, endlich wieder frische Luft. Raschel, rasch. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Dann wollen wir mal hier bleiben. Nee, das hätte man nicht gemacht. Wir sind ja keine Spanner. Oder? Wir sind ja keine Spanner. So, Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin Steiner? Viva. Oh ja. Ich meine das selbstverständlich, Fräulein. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Trenor erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Trenor angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. So. Alles klar. Sprechen. Okay. Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne sie dann bisher geschafft. Ja. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Wenn du nur wüsstest, Steiner. Wenn du nur wüsstest. So. Ja, ich sehe da einiges, was mir gefallen könnte. Eine Potion zum Beispiel. Und Lilly eine kleine Ausrüstung zu verpassen. Die Level 10 ist. Fuck, man. Das ist schon richtig, Das tut schon weh, muss man schon sagen. Es ist schon hier.
Das tut schon richtig weh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die Lilly hat sich jetzt mal schön was gegönnt. Richtig gut. Effektivität der Arznei verdoppelt. Oh. Sie hat ihre erste Ability erlernt. Und Vita hat sie auch. Und Antidot. Und die hat ja jetzt ganz schön viel hier. Das ist schon heftig. Ich sag's dir. So, ja, ich sehe was, was mir gefällt. Schaut euch nur um. Gebt mir einfach her, was du hast. Zack, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Potions. Zack. Phönixfeder brauchen wir genau eine. Echokraut. Naja, was macht das nochmal? Schweigen, nochmal mal drei. Zack, Goldnadel, hebt Zustand Stein und gib's auf. Machen wir mal 30 draus. Zack. Zelte haben wir jetzt 7. Machen wir mal 13. Zack. Machen wir mal hier schöne 50. Kann man ja nie wissen. Ja, 55. Man kann nie wissen, Leute. Deswegen kaufe ich immer so viel, wie ich kann. Wir gehen lieber nicht zu... Aber da war noch eine Kiste, Lilly. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Fuck, man. Naja. Wir speichern hier jetzt erstmal, meine Freunde. Und... Oh. Ich beende jetzt erstmal vorerst die Aufnahmesession hier. Hol mir jetzt erstmal was zu fressen. Geh aufs Klo. Render noch ein paar Parts erstmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Final Fantasy. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis dahin. Chosen. Euer Brandy.